Während der Arbeit an diesem Film bin ich vor einigen Wochen im Internet auf Tonaufnahmen aus den 70er Jahren gestoßen. Am 1. Juli 1976 starb Anneliese Michel, eine 23-jährige Pädagogikstudentin. Sie war jahrelang wegen verschiedenster Beschwerden in medizinischer Behandlung, ohne dass ihr auch nach Ansicht von Ärzten geholfen werden konnte. Deshalb zog ihre strenggläubige Familie in Erwägung, dass sie von bösen Geistern besessen sei. Es wurde ein Exorzismus durchgeführt, allerdings ohne Erfolg. Im Totenschein war angegeben worden, dass die Todesursache möglicherweise nicht natürlich sei. Es ist in der Folge zu einem Gerichtsverfahren gekommen, in dem zwei Priester und die Eltern wegen unterlassener Hilfeleistung zu jeweils einer Haftstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt worden sind. Dieser Fall hat damals ziemliches Aufsehen erregt. Obwohl ich erst 10 Jahre war, kann ich mich erinnern, dass andere Kinder in meinem Alter mir davon erzählt haben. Während des Exorzismus wurde eine Vielzahl von Tonbandaufnahmen gemacht. Im Internet finden sich davon 90 Minuten. Aus diesen 90 Minuten stammen die folgenden Ausschnitte. Besonders auffällig ist die Veränderung in der Stimme. Zuerst hören wir die normale, dann die veränderte Stimme. Ich finde es eigentlich nicht so schlimm, aber wenn es so reich war wie in der Lüge, das ist jetzt ganz schön abgeschlossen. Danach durfte ich mich mit Scheiße zudecken. Stimme, Sprechweise und Inhalt des Gesagten sind vollkommen unterschiedlich. Offensichtlich spricht da jemand anders als Anneliese Michel. Hier fällt diese Person kurzfristig aus der Rolle. Sie muss kurz lachen, wobei auch das Knurren in der Stimme verschwindet. Auch hierbei ist die Stimme anders als die natürliche Stimme von Anneliese Michel. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Knurren in der Stimme wirkt teilweise sehr gekünstelt. Die Person, die das Sprechen von Anneliese Michel steuert, ist auch nicht in der Lage, das Knurren in der Stimme halbwegs gleichmäßig aufrechtzuerhalten. Auf Fragen gibt es keine vernünftigen Antworten, obwohl die Antworten teilweise lange auf sich warten lassen. Da muss wohl jemand aufpassen, dass er keinen Fehler macht. Theatralisches Betonen der einzelnen Silben scheint bei den BND-Beamten beliebt zu sein. Und auch hier gibt es keine vernünftige Antwort. Es ist kein Gespräch möglich, weil die befürchten, etwas auszuplaudern. Wir können dir nicht glauben, du musst uns schon ein Zeichen setzen dahin. Wann kracht das? Was kracht das? Was ist denn los? Was ist das? Willst du mit einem Kracher ausfahren? Ja, also nicht. Doch, hm? Sag jetzt die Wahrheit. Was wird krachen denn mal? Und die sind zu sechst. So wie ungefähr eine Schicht der BND-Beamten, die Markus foltern. Wie viele seid ihr? Auf die Bemerkung, dass sie wie gedruckt lügen würde, antwortet die Person, die Anneliese Michel steuert, das wäre ja ihr Fach. Also offensichtlich eine BND- oder Verfassungsschutzbeamtin. Denn die lügen berufsmäßig.
bisschen angehen. Rückfällige Druck. Nicht richtige Druck. Auch hier fallen krasse Fehler bei der Steuerung auf. Kein böser Geist würde darauf bestehen, dass Weihwasser in die Häuser muss. Und dieser gemachte Fehler wird dann auch noch zugegeben. Anstatt einer Antwort wird rumgedruckst, um keinen Fehler zu machen. Dabei werden die Worte gedehnt, um Zeit zu schinden. Warum bist du noch länger hier? Sagen wir die volle Wahrheit im Namen des Prophets. Und das geht noch krasser. Auf die Frage, warum der Geist zögert, aus dem Körper von Anneliese Michel auszufahren, wird die Antwort abgebrochen. Die Person, die Anneliese Michel steuert, benötigt danach 25 Sekunden, um das Gespräch weiterzuführen. Die Qualität des Gesagten ist in Inhalt und Vortragsweise so laienhaft und improvisiert, dass da jemand im Raum meint, der Person, die Anneliese Michel steuert, etwas husten zu müssen. Warum zögerst du auszufahren? Weil ich noch mehr zu sagen hast. Sag die Wahrheit. Ja, dann bin ich die Jungfrau, um die Zwillinge zu Wahrheit zu sagen. Ja, ich muss noch mehr sagen. Hier zeigt sich dann, dass auch geflucht und gepöbelt wird, um Zeit zu schinden. Ja, die Und die wollen dafür sorgen, dass Anneliese Michel ihre Prüfung nicht schafft. Und hier wird zugegeben, dass die auch die meisten Krankheiten verursacht haben. Bei so viel Dummheit muss dann gleich wieder jemand im Raum leise husten, um das Geschwätz zu stoppen. Und auf die Frage, womit man die am besten vertreiben kann, kommt die Antwort, sag ich nicht. Aber ich sage es. Das, was BND und Verfassungsschutz scheuen, wie der Teufel das Weihwasser, ist die Öffentlichkeit. Am wirkungsvollsten ist deshalb, deren Verbrechen an die Öffentlichkeit zu zerren. Und zwar alle.
Wie kann man euch am besten vertreiben? Nach dem Anhören der Aufnahmen besteht ja wohl kein Zweifel, dass die Stimme von Anneliese Michel von einer BND- oder Verfassungsschutzbeamtin gesteuert und sie auch von denen gefoltert wurde. Gefoltert wurden damals also nicht nur die Mitglieder der RAF, sondern auch christliche Pädagogikstudentinnen. Das Ziel war ganz offensichtlich, den christlichen Glauben anzugreifen und die Kirchen zu bekämpfen, indem man sie als gefährlich darstellt oder lächerlich macht. So wie es in totalitären Staaten mit dem Ziel, ein Meinungsmonopol zu schaffen, üblich ist.